Lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Deppe, als Jurist würde ich sagen, das war ein ziemlich untauglicher Versuch, zum Gesetz zu sprechen. Das war eine Mischung aus Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass oder alle wollen zurück zur Natur, nur nicht zu Fuß. Ja, so. Ach so, Sie bringen mir frisches Wasser, genau. Das finde ich gut. Das ist ein gutes Stichwort. Wasser ist nämlich in der Tat das wichtigste Lebensmittel und um den Schutz des wichtigsten Rohstoffes, damit wir dieses wichtige Lebensmittel auch weiterhin auch aus dem heimischen Wasserkran gut genießen können. Darum geht es heute und dafür ist das neue Landeswassergesetz in Nordrhein-Westfalen ein erster, ein guter, ein gelungener Baustein. Sie haben eben einige Herausforderungen beschrieben. Sie haben vom blauen Planeten gesprochen, Herr Deppe. Man hätte vielleicht sogar von Ihnen noch mehr erwarten können. Dieses neue Gesetz, weil Sie den Hochwasserschutz angesprochen haben, ist landesweit tatsächlich erstmals eine Grundlage dafür, einheitliche Standards für Wasserschutzgebiete zu schaffen. Darum geht es nämlich. Es geht um den Trinkwasserschutz. Und diese einheitlichen Standards für Wasserschutzgebiete sind im Vergleich zu anderen Bundesländern, und Sie wollten ja ein Benchmarking, und Sie wollten wissen, warum wir weitergehen als andere Bundesländer. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für den Trinkwasserschutz. Zweitens, wir sind zunehmend gebeutelt, gerade wieder in diesem Sommer, von Starkregenereignissen. Und wir wissen, wir haben das gesehen in Wesel und an vielen, vielen anderen Stellen, wie wichtig Hochwasserschutz ist. Und das ist der zweite ganz wichtige Punkt des neuen Landeswassergesetzes, dass wir nämlich festschreiben, dass es für Hochwasserschutzanlagen in Zukunft einen Statusbericht geben muss, damit die Kommunen und Deichverbände tatsächlich nachweisen, in welchem Zustand diese Hochwasserschutzanlagen sind. Das ist gut und das ist auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ein ganz wichtiger Punkt, bei dem wir uns zu Recht von anderen Bundesländern positiv abheben. Der nächste Punkt sind die Gewässerkonzepte, die man hier drittens anführen muss. Koordinierte Maßnahmen von Kommunen und Trägern wasserwirtschaftlicher Pflichten zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer werden zukünftig dokumentiert. Sie werden aufeinander abgestellt. Und Herr Deppe, das ist doch gut, dass wir das machen, denn 90% der heimischen Gewässer sind in keinem guten ökologischen Zustand im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Das können Sie doch nicht kleinreden. Da können Sie doch nicht auf wirtschaftliche Belange hinweisen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und auch hin zu einem nachhaltigen Gewässerschutz. Wenn Sie sich hier so sehr für den blauen Planeten einsetzen, dann müssen Sie das doch wertschätzen, was hier passiert. Und Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, wie bei den Nitratbelastungen unseres Grundwassers, dass wir dann zu Recht von der Europäischen Kommission mit Vertragsverletzungsverfahren überzogen werden. Und das zahlen dann am Ende alle Bürger, auch die mit einem kleinen Portemonnaie. Das kann doch nicht christlich in Ihrem Sinne sein. Ich will, weil der Kollege Meesters ja schon einige Highlights des Landeswassergesetzes hier herausgegriffen hat, noch zwei weitere Stichpunkte sozusagen hier aufgreifen. Ja, wir haben auch an schwierigen Stellen, wir sind ein Industrieland, wir sind ein Land, wo man Nutz- und Schutzinteressen gegeneinander abwägen muss zum Wohle der Bevölkerung. Und wir haben an schwierigen Stellen, bei der Wasserkraft beispielsweise, genau das getan. Wir haben abgewogen und wir haben ins Gesetz nicht ein einfaches Anzeigeverfahren bei der sogenannten kleinen Wasserkraft reingeschrieben, sondern wir haben gesagt, nein, wir machen hier einen richtigen Abwägungsprozess im verwaltungsrechtlichen Sinne zwischen den Nutz- und Schutzinteressen. Sie können das, Herr Deppe, falls Sie es noch nicht getan haben, nachlesen in § 28 Absatz 4 des neuen Gesetzes. Und wir haben auch im Bereich der Landwirtschaft
den Gewässerrandstreifen eingeführt. Wir haben gesagt, bis 2022 gibt es dort ein Förderprogramm, weil wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir beim Eintrag von Pflanzenschutzmitteln, beim Eintrag von Düngemitteln hier nicht weiterkommen. Wir stehen auf der Stelle. Aber wir haben eben auch eins getan. Wir haben auch da die Möglichkeit eingeräumt, hier eine Ausnahme zu regeln, nämlich dann, wenn ich mich korrekt im Sinne des Gewässerschutzes verhalte. Und das sind Beispiele dafür, wie wir diese Nutz- und Schutzinteressen ernst nehmen und wie wir hier abgewogen haben. Ich hätte mir übrigens als Umweltpolitiker auch bei einem anderen Thema, nämlich beim Abtragungsrecht, noch mehr gewünscht. Aber hier geht das Gesetz auch einen ersten guten Schritt, um eben gerade in den Wasserschutzgebieten den Trinkwasserschutz voranzutreiben. Meine Damen und Herren, wir müssen beim Landeswassergesetz konstatieren, es ist ein erster, ein guter, ein wichtiger Schritt nach vorne. Nordrhein-Westfalen geht hier einen beherzten Schritt im Vergleich zu den anderen Ländern nach vorne. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie muss bis 2027 umgesetzt werden. Wir haben neue Herausforderungen, Stichwort Mikroplastik. Wir haben neue Herausforderungen bei der Medikamentenreduzierung. Wir haben auch weiterhin große Herausforderungen, Herr Präsident, beim Thema Nitrateintrag. Daran werden wir weiterarbeiten. Es geht um die wichtigste Ressource. Es geht um unser Trinkwasser. Und deswegen, Wasser ist unsere Zukunft. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Prost. Vielen Dank, Herr Kollege Markert.